Einen wunderschönen Sonntagmorgen, der 2. April. Grüße an alle YouTuber, Freunde unseres Hotels Maritim Playa und die, die ganz zufällig auf unseren Kanal gestoßen sind. Wir berichten heute direkt aus Saigon. Wie jede Woche, mein Name ganz einfach Roland. Ich erzähle euch Neuigkeiten, Wissenswerte, Kurioses über unser Hotel Maritim Playa und natürlich über unsere Trauminsel Gran Canaria. Seid gespannt, es geht los! Beginnen wir mit den Nachrichten der Woche. Letzte Woche hatte ich schon angekündigt gehabt und erzählt, es wurde ein Riesenthunfisch in Morgan gefangen, 350 Kilo. Ja, das war nicht das Ende der Fahnenstange, denn in Morohable auf Fuerteventura wurde die letzten Tage der größte Fang seit 30 Jahren gemacht. 416 Kilo brachte der Thunfisch auf die Waage. Ein einzigartiges Exemplar und viele Restaurants natürlich sind hinter diesem Fang her für ihre kulinarischen Gerichte. Die Dünen von Maspalomas sind wieder in den Schlagzeilen und auch zu Recht. Denn die Umweltbehörde hat angekündigt, die Dünen selber jetzt per Drohnen zu überwachen. Es wurden Wege eingerichtet, aber kein Mensch hält sich dran. Es wird weiter auf die Dünen geklettert und natürlich auch dort Partys mit den entsprechenden Nachliegenschaften, die zurückbleiben, veranstaltet. Alles das in einem Naturschutzgebiet, was einzigartig ist. Bitte beachtet es. Diese Dünen sind wirklich etwas ganz Besonderes für unsere Insel. Man sollte es respektieren und es nicht als Freispielplatz benutzen. Unsere Gemeinde San Bartolomé de Tirajana ist auch wieder in den Schlagzeilen. Denn die Wahlen stehen vor der Haustür und jetzt plötzlich fängt man an, Geld zu investieren. Der Kanal im Campo Internacional in Maspalomas soll restauriert werden. 2,3 Millionen Euro sind dafür bereitgestellt. Ja, dieser Kanal ist wirklich eine Müllhalde geworden über die Jahre und soll jetzt wieder in einen Top-Zustand versetzt werden. Mal sehen, ob alles wenigstens noch vor den Wahlen mit diesem Versprechen angefangen wird zu arbeiten. Wir kommen zu dem leidigen Thema der Fischfabriken im Meer vor Arinaga. Die Firma Nueva Pesca Nova, ein kanarisches Unternehmen, möchte dort die weltweit erste Zuchtstation für Oktopus aufbauen. Ja, es sollen Oktopusse in ihrem normalen Lebensraum in einer Fischfaktoria gezüchtet werden. Im Jahr über werden weltweit 420.000 Tonnen Oktopus gefangen in den offenen Meeren. Dass da natürlich sehr viel Beifang ist, ist absolut verständlich. Und trotzdem ist die Kritik an diesen Fischzuchtstationen enorm auf den Kanaren. Warum? Das wissen wahrscheinlich andere viel besser als ich. Diese Oktopus-Aufzuchtstation soll eine jährliche Produktion von 3000 Tonnen Oktopus haben. Es sind 3000 Tonnen ohne jeglichen Beifang. Die Sommersaison hat schon wesentlich früher angefangen auf den Kanaren als Jahre zuvor. Ihr habt es gemerkt, die auf der Insel sind, die letzten Tage waren höllische Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad. Daraufhin hat die kanarische Inselregierung die Waldbrandgefahr auf eine der höchsten Stufen hochgesetzt. Auch da unsere Bitte immer, meine Bitte, seid vorsichtig. Das Ökosystem der Bergwelt der kanarischen Inseln ist sehr, sehr anfällig. Man fährt mit dem Auto, schnippt eine Zigarette raus, schon stehen ganze Bergketten in Flammen. Wir haben es schon mehr als einmal erlebt. Oder eine Glasflasche ist wie ein Brennglas. Also solltet ihr in den Bergen spazieren gehen, wandern gehen, bitte passt auf die Umwelt auf. Die Waldbrandgefahr ist auf unseren Inseln so extrem hoch wie schon lange nicht mehr. Eine Nachricht für alle Nordlichter. Lübeck, der Flughafen Lübeck, wird ab September mit Gran Canaria direkt verbunden.
von der Fluglinie Smartwings. Es ist eine tschechische Charter-Airline, die auch direkt zu buchen ist. Sie fliegt einmal die Woche ab September Lübeck, Las Palmas. Mit Sicherheit, wir haben diese Fluglinie schon ausprobiert nach Prag, Las Palmas, Prag. Tolle Maschinen, toller Service und ihr könnt ruhigen Gewissens mit Smartwings fliegen. Wir kommen zu einem weiteren bekannten Mann auf Gran Canaria, Antonio González Suárez. Sagt euch im Moment gar nichts. Hat mir auch nichts gesagt, bis ich diese Zeitungsnachricht gelesen habe. Es ist der älteste Bewohner Morgans. Er hat am Donnerstag seinen 105. Geburtstag gefeiert. 105 Jahre. 1918 geboren. Dann soll mal einer sagen, das Klima der Kanarischen Inseln, die Ernährung der Kanarischen Inseln und das Leben auf unseren glückseligen Inseln sollte das Leben nicht verlängern. Selbstverständlich. Einen herzlichen Glückwunsch nach Morgan für diesen langlebigen Herrn, der bis heute noch seine Ziegen selber hütet. Wir kommen zum Wochenprogramm in unserem kleinen Hotel Maritim Playa. Montagabends, alle wissen es, ab 20.30 Uhr Bingo, Bingo an unserer Poolbar. Auch für Gäste von außerhalb steht unsere Hoteltür immer offen. Herzlich willkommen zu unseren Veranstaltungsabenden oder mal einen Tag an unserer Poolbar zu verbringen. Donnerstag geht es dann weiter mit Aloe Vera und Christel, unserer Expertin in allen Produkten, was diese kanarische Wunderpflanze angeht. Aloe Vera, das Naturprodukt und hilft in vielen Lebenslagen. Christel ist am Donnerstag immer ab 18 Uhr bei uns in der Rezeption zugange mit ihrem Stand und den Aloe Vera Produkten. Freitag steht auf dem Plan. Ab 18 Uhr Rock and Eat, Eat and Rock. Diese Woche zu Gast die Blues Hunters. Eine traditionelle, altgesessene Rockband unserer Insel Gran Canaria. Sie gibt alles zum Besten mit Detlef Krämer am Schlagzeug. Wir kommen schon zum Samstag. Samstag, Sonntag ab 12 Uhr mittags frische Waffeln an unserer Poolbar mit allerlei leckeren Toppings. Eingeladen auch Gäste von außerhalb. Und schon steht der letzte Tag der Woche auf dem Plan, Sonntag. Morgen um 9 Uhr geht es mit Eva, unserer tollen Reiseleiterin, nach Terror, dem dortigen Bauernmarkt, wohl der authentischste Bauernmarkt unserer Insel. Anschließend in das Bergdorf Firgas mit seinen berühmten Wassertreppen. Ein wunderschöner Ausflug. Meldet euch an in der Rezeption unter der Telefonnummer 0034 928 76 23 65 oder schickt eine E-Mail direktion@maritimplaya.com. Wir fahren immer in einer ganz kleinen Gruppe. So hat Eva Zeit, auf jeden einzelnen Wunsch einzugehen und euch natürlich viel über unsere tolle Insel Gran Canaria zu erzählen. Fußballfreunde, auch die haben wir nicht vergessen. Am Sonntagabend 18 Uhr ist Abfahrt zum Zweitligaspiel Union Deportivo Las Palmas, unsere Herzensmannschaft Pio Pio gegen Oviedo. Es geht um den Aufstieg in die erste Liga. Nachdem die letzten Ergebnisse von Las Palmas nicht so sehr berauschend waren, eine Niederlage und fünfmal unentschieden, wir haben die Tabellenführung verloren, liegen aktuell auf dem dritten Platz. Aber wir träumen immer noch vom Aufstieg. Wir träumen von Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, Valencia. Alle diese Herrschaften müssen bei uns vorstellig werden. Meldet euch auch hier an, der Junior fährt mit euch. Das am Sonntag. Die ganze Woche über selbstverständlich sind Fußballveranstaltungen. Wir haben DFB-Pokal, wir haben Champions League, wir haben Europa League, wir haben Bundesliga. Alles das wird zu den angegebenen Zeiten bei uns an der Poolbar bei herrlichem Wetter im Freien unter Palmen übertragen. Die Dame erholt sich im Pool und die Männer trinken ein Bierchen und gucken natürlich Fußball. Guckt vorbei, auch Gäste von außerhalb herzlich willkommen. Des Weiteren die Zeitschrift Gran Canaria Olé. Ja, es ist die schillerndste, die bestinformierendste Zeitung unserer Kanarischen Inseln, hauptsächlich Gran Canaria. Sie in der neuen Ausgabe vom April, besorgt sie euch. Wir haben eine große Anzahl von Seiten bekommen. Es geht um unsere Weltreise von Margit und mir. Mit tollen Bildern, Hintergrundinformationen, wo wir entlang gefahren sind, welche traumhafte Ziele auf diesem Globus wir bis jetzt schon alles besucht haben.
der erste Teil von Nizza bis nach Japan. In Gran Canaria Olé, Monatsausgabe April, der große Artikel, die Weltreise von Roland und Margit aus dem Hotel Maritim Playa. Zum Abschluss nochmal Erinnerung, unser Fitnessstudio Joe's Gym ist 7 Tage die Woche geöffnet ab 8 Uhr morgens. Auch am Sonntag mit reduzierter Öffnungszeit, aber 7 Tage die Woche steht unser tolles, sauberes, modernes Fitnessstudio Joe's Gym im Hotel Maritim Playa zu eurer Verfügung. Kommt vorbei, Jörg und seine Crew sind immer an eurer Seite, sehen, dass eure Kilo purzeln und euer Fitnesszustand stetig ansteigt. Des Weiteren Grüße an zwei, die, muss ich sagen, wir haben euch nicht vergessen. Mandy von unserem Friseursalon, Maritim Playa Salon, einen wunderschönen Gruß hier aus Saigon in Vietnam. Und natürlich nebendran unsere Fee für Sauberkeit, Heike vom Quick Wash, der Waschsalon im Hotel Maritim Playa. Iset, wir haben Rundum-Service, Waschsalon, einen tollen Friseursalon mit Massage, Fußpflege, mit Nagelmodellage und auch unser Fitnessstudio. Bei uns im Hotel Maritim Playa findet jeder sein Wohlgefallen. Der Arbeitsmarkt zum Abschluss. Wir suchen immer noch 2 Mitarbeiter, versierte Mitarbeiter für unseren Servicebereich. Wohnt ihr auf der Insel? Stellt euch bei uns vor unter der Telefonnummer 0034 928 76 23 65. Bitte bringt einen Lebenslauf, Zeugnisse oder Arbeitsbescheinigungen mit. Wir würden uns freuen, unsere Belegschaft zu erweitern. Motivierte Mitarbeiter in einem tollen Umfeld, einem tollen Hotel mit lieben Gästen, seid ihr richtig an der Stelle. Das waren unsere Nachrichten Kurioses zum Schmunzeln diese Woche. Weiter geht es jetzt mit dem Reisebericht unserer Weltreise. Margit und ich erfüllen uns den Lebenstraum überhaupt. Seit 4 Monaten kreuzen wir über die Weltmeere, haben tolle Regionen besucht, waren in Japan, Südkorea und weiter geht es jetzt. Mit Sicherheit wird der Junior Manila dran nehmen. Während er Manila dreht, sind wir schon weitergezogen. Aktuell unsere Nachrichten hier aus Saigon in Vietnam. Bevor wir uns verabschieden, eines immer ganz wichtig. Abonniert unseren Kanal. Empfehlt uns euren Freunden, euren Bekannten, alle, die ihr kennt. Jede Woche sonntags Neuigkeiten aus unserer Insel, von unserem Hotel und natürlich der Bericht unserer Weltreise. Wir würden uns unwahrscheinlich freuen, wenn ihr uns verfolgt. Für heute, ciao, ciao. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag, wie sage ich, mit einer Dutenkasse Kaffee und Omas Kuchen. Es grüßen aus Saigon in Vietnam Margit und Roland. Außentemperatur schon 30 Grad am frühen Morgen. Wir genießen die Welt. Ihr genießt unser Hotel Maritim Playa oder unsere Trauminsel Gran Canaria. Ciao, ciao, bleibt gesund. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 23. März. Ja, es winkt jemand hinter mir. Wir sind angekommen in Manila und werden natürlich wieder ganz herzlich empfangen. Manila ist eine ganz besondere Station für uns, denn sehr, sehr viele unserer Crewmitglieder, die haben heute etwas Einzigartiges hier zu erwarten. Ihre Familien kommen von weit her auf den ganzen Philippinen. Sie haben heute Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Silvester, alles in einem. Denn manche haben seit Jahren ihre Familien, ihre Freunde, ihre Frauen nicht gesehen und die werden sie heute alle hier treffen. Wir sind angekommen in Manila, Downtown. Oh mein Gott, welch Unterschied zu Japan. Die Temperatur selber, es hat so 35 Grad im Schatten.
Manila selber, Downtown, 1,6 Millionen Einwohner. Großraum Manila, 20 Millionen. Also eine der weltgrößten Städte überhaupt. Ein Manila-Taxi. Tuk Tuk. Die berühmten Busse von Manila. Und die Strominstallation. Wir haben unser Mittagessen in Manila eingenommen im Hard Rock Café. Ein Kultrestaurant überall auf der Welt. Irgendwo schlagen wir immer mal auf im Hard Rock Café. Wir haben uns mal in die Altstadt begeben. Intramuros. Hier lebt Spanien noch aus der Kolonialzeit. Alesa Driver in, including Guide, Tourist Guide. Wir machen jetzt eine Rundfahrt mit dem Pferdewagen und unser Chauffeur ist Nestor. Nestor. Okay. So, let's see Intramuros. Spanish City Hall, white building. Okay. Japanese boom boom, second world. Die spanische Stadthalle, wieder aufgebaut. Spanish boom. Ayuntamiento de Manila. Historisch muss man dazu anmerken, dass dieses Viertel im Zweiten Weltkrieg, wie auch ganz Manila, von den Japanern in Schutt und Asche gelegt wurde. Alles ist wieder aufgebaut, danach restauriert und so der Nachwelt erhalten. Ja, die Japaner haben verbrannte Erde hinterlassen. Dieses Denkmal hier ist das Denkmal für 100.000 gefallene Filipinos in den letzten Tagen der japanischen Besetzung. Innerhalb einer Woche wurden 100.000 Bewohner von Manila getötet. Aus diesem Grunde mögen die Filipinos nicht so sehr mit Japan. Die Kirche von San Agustin. Jetzt sind wir im Inneren der Kirche von San Agustin. Ja, es tut mir leid, die Dame am Eingang hat mich erstmal aufmerksam gemacht, bitte meine Mütze abziehen. Hat ja auch vollkommen recht, macht man nicht, wenn man in die Kirche geht. Eine wunderschön verzierte Kirche. Also schon so die ersten Eindrücke von diesem Viertel Intramuros. Es ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Überall spanische Restaurants, Garküchen. Aquino, Central Office San Miguel Pier, Resident Aquino. Hier sehen wir eins der Haupttore, Puerta de Santa Lucia. Puerta.
Replika for the Putin criminal. No, 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 Putin criminal. 15 president. Presidente. Das sind die Replikas aller Präsidenten der Philippinen. Dies sind die alten Militärkasernen der Amerikaner. Quartel de Santa Lucia. Amerika hat die Philippinen von den Japanern befreit und hat bis heute hier in Manila und auf den Philippinen einen der wichtigsten militärischen Stützpunkte im Pazifik. Und man wird es nicht glauben, mitten in der Stadt von Manila, diesem Moloch, direkt an der Altstadt Intramuros gelegen, ein wunderschöner 18-Loch-Golfplatz. Dieses war das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, San José. Hier haben wir die letzten 14 spanischen Kanonen, die die Japaner übrig gelassen haben, als Dekoration zur Verteidigung von Intramuros. Aktuell dieser Platz hier, der alten Stadtmauer, ist ein Treffpunkt der Jugend am Abend. Wir haben aktuell 18 Uhr und die Schule ist zu Ende. Ihr habt richtig gehört, 18 Uhr und die Schule ist zu Ende. Und dieses tolle Hotel ist Hotel Bay Leaf. Da werden wir nachher hochgehen und noch einen letzten Drink nehmen, einen Sundowner. Wir haben es doch noch mal geschafft, hier auf den Top of Manila zu kommen, einen wunderschönen Abendblick zu haben und den Sundowner, den letzten Drink des Abends hier in Intramuros einzunehmen. Hier liegt unser Schiff. Skyline von Manila. Es ist Freitag und wir befinden uns wieder mal auf eigener Faust nach Chinatown. Als fahrbaren Untersatz haben wir heute mal ein Tuk-Tuk gewählt. Ich glaube, hier haben wir Lewis Hamilton. Hier heißt die Devise einfach nur fahren. Augen zu und fahren. Wir befinden uns hier in Chinatown. Auf Manila. Es ist die älteste chinesische Ansiedlung weltweit. Ein riesiger Foodmarkt. Ach ja, wie sind wir hierher gekommen von unserem Schiff? Ihr habt gesehen, wir haben uns ein Tuk-Tuk gemietet für hierher. Es hat gekostet gerade mal 5 Euro vom Schiff bis nach Chinatown. Unser Tuk-Tuk-Fahrer etwas ganz Besonderes. Er war der erste philippinische Formel-1-Fahrer, blind und immer mit Vollgas gefahren. Margit hat gejauchzt und gestöhnt. Thank you.
wunderschöne Kirche heißt Huerta Santa und liegt kurz vor dem Chinatown. Wir haben es erreicht. Welcome Manila Chinatown. Ein Gewusel auf den Straßen. Hier waren eben über 40 Feuerwehrwagen, denn ein Hochhaus hatte Feuer gefangen. Dies ist nun mal die Schattenseite von Manila. Dreck, wohin man guckt. Wir sind immer noch im Distrikt von Chinatown. Wir verabschieden uns aus Manila, dieser absolut chaotischen Stadt. Die Temperatur aktuell 38 Grad. Gut warm ist es. Man kann gar nicht so schnell trinken, wie man das Ganze verschwitzt. Resultat von Manila, eine Stadt. Wir haben sie gesehen und damit ist es auch gut. Lassen wir es so, wie es ist. Noch die schöne Anekdote, unsere Heimfahrt mit dem Tuk-Tuk. Wir hatten diesmal keinen Formel-1-Fahrer, sondern wir hatten eine Dame gehabt. Aber sie hatte auch ihre Eigenarten. So auf einer vierspurigen Hauptstraße hat sie einfach mal gedreht, ist im Gegenverkehr gefahren, auf der falschen Seite, weil sie hatte die Ausfahrt zum Hafen verpasst. Polizei kam entgegen, das war nur ein Lächeln wert. Geht also alles, made in Manila. Und wir begeben uns jetzt an Bord unseres Traumschiffs, der MS Amadea. Und weiter geht es. Heute Abend, 8 Uhr, legen wir ab Richtung der Halongbucht in Vietnam. Zwei Seetage liegen vor uns. Und wir genießen nach dieser Hektik hier in Manila die Ruhe an Bord. Bevor es an Bord geht, muss Margit noch ihre letzten Pesos ausgeben. Philippinische Pesos. Was hat so ein Tuk-Tuk gekostet? Auch das immer ganz interessant. Wir sind 20 Minuten von Chinatown bis zum Hafen gefahren. Es waren so ungefähr 15 Kilometer. Ja. Und haben dafür 200 Pesos. Bezahlt. So, das waren also 4 Euro, die wir bezahlt haben. Und hier werden die letzten Pesos jetzt ausgegeben. Gut Appetit. Unser Zuhause. Die MS Amadea im Hafen von Manila. Ciao, ciao, Manila.